Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande hier auf der Eurobike 2021. In diesem Video möchte ich euch Cargo-Bikes zeigen. Die Cargo-Bikes, die es auf der Eurobike 2021 zu sehen gab und die ich nicht in einem einzelnen Video vorgestellt habe bzw. vorstellen lassen habe. Ihr findet alle anderen Videos zur Eurobike 2021, die ich bis zu diesem Punkt hochgeladen habe, in dieser Playlist, die ich euch jetzt hier oben verlinke. Aber abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um auch weitere Videos aus der Welt der Lastenräder nicht zu verpassen, und eventuell kommt auch noch das ein oder andere Video von der Eurobike dazu. Beim Eurobike Award wurden natürlich auch Cargo-Bikes ausgezeichnet, unter anderem zwei richtige Schwerlastenräder, allerdings auch ein Familienbike, und das möchte ich jetzt einmal zeigen, nämlich das Kettler Cargo Line. Und hier mit einer komplett neu entwickelten Box. Ihr kennt vielleicht die Box, die es vorher gab, habt ihr vielleicht auf Bildern mit Bastian Schweinsteiger zusammen gesehen. Da war eine Holzbox, jetzt haben wir hier so eine komplett integrierte Kabine, muss man tatsächlich sagen. Hier mit einem stabilen Rahmen, der einmal komplett um die Kabine herum geht und somit die Insassen, die Mitfahrer schützt. Und dann, ja, viele verschiedene Möglichkeiten. Hier ein kleines Fliegengitter, hier eine große seitliche Scheibe, die man auch komplett öffnen kann. Hier die Scheibe hier vorne lässt sich auch aufsippen, und dahinter ist ebenfalls ein kleines Fliegengitter. Das wirklich Besondere an dem Kettler Cargo Line ist allerdings hier der Frontbereich. Wir haben keine Gabel, sondern wir haben zwei Arme, die nach vorne reichen, und eine besondere Narbe, die dafür sorgt, dass trotzdem gelenkt werden kann. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich dieses Kettler Cargo Line mal fahren kann in der Zukunft. Ich werde es sicherlich mal fahren können. Ich würde es aber ganz gerne mal testen. Ihr werdet auf jeden Fall dabei sein, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Das andere Besondere an dem Kettler Cargo Line ist allerdings, dass es ein vollgefedertes Long John ist. Hier hinten befindet sich eine Federung drin, ist damit das zweite Fahrrad, das in nennenswerten Stückzahlen verkauft werden könnte, das eine Vollfederung besitzt, neben dem Riese und Müller Load. Und das ist etwas wirklich Besonderes. Hier mit einem Bosch-Motor ausgestattet, einer riesigen Mountainbike-Kassette und einer Kettenschaltung von Shimano. Und ja, ein sehr, sehr spannendes Rad, das, denke ich mal, zu Recht auch eine Award bekommen hat. Ich bin jetzt am Stand von Kettler, und ich habe euch ja schon das Cargo Line gezeigt, das den Award gewonnen hatte, gerade mit diesem neuen Regenverdeck. Aber Kettler hat noch zwei weitere Cargo Bikes, zwei weitere Family Bikes im Angebot. Und zwar einmal das Familiano, dem Namen nach eben ein Familienbike, definitiv. Wir haben hier einen Long Tail mit einem kleinen Gepäckträger vorne, einen tiefen Einstieg, den Bosch Cargo Line Motor und dann verschiedene Möglichkeiten, um Kinder hier hinten drauf zu setzen. Einmal mit einem eigenen Kindersitz, mit einem Becherhalter, das ist ein cooles Detail, allerdings auch ein kleiner Sitz für größere Kinder, und die Möglichkeit, zwei Akkus hier zu montieren. Aber das ist nicht das einzige Longtail, was sie haben. Es gibt noch ein zweites Longtail, nämlich das Kettler Quadriga Cargo Line SG Belt. Ja, der Name ist ein bisschen sperrig, aber wir sehen hier ein 26 Zoll Longtail Cargo Bike. Wir sehen hier einen Bosch Cargo Line Motor, deinen Riemenantrieb, und dann wird das Ganze zu einer Shimano Nexus 5E Narbe weitergeleitet. Hier komplett verschlossen, damit Kinderbeine und Finger nicht in die Speichen geraten können. Wir haben hier große Packtaschen und auch so einen Bügel, damit Kinder hier sicher drin sitzen. Das Ganze ist noch im Prototypenstatus, aber schon mal sehr schön hier zu sehen. So, kein Cargo-Bike, aber ein System, das es leicht macht, Lasten im Alltag auch mit einem normalen Fahrer zu transportieren, zeigt KSC Systems. Und zwar ist das eine Möglichkeit, und Magnete sind im Trend. Alle nutzen Magnete, am iPhone sind Magnete, und warum nicht auch mit Magneten so eine Tasche am Fahrrad platzieren können? So, genau, das geht jetzt gerade nicht ab, aber wie kriegt man es denn ab? Einfach mit einem stärkeren Ruck. Wir haben hier ein sehr interessantes System. Das wird hier, wie so diese Gepäckträger, die man früher an Mountainbikes befestigt hat, wird es hier an der Sattelstütze befestigt. Und dann ist da eine Trägerplatte, die ist so konisch ausgeführt. Da ist oben ein starkes Stück Metall drin. Und hier oben sieht man dann einen Magneten. Und das Ganze hält dann magnetisch auf diesen Konus drauf.
Einfach mal raufsetzen, schnappt selbstständig ein. Der Vorteil ist, dass dann der Rücken des Fahrers, der Fahrerin frei bleibt und bis zu 30 Kilogramm damit transportiert werden können. Und so sieht das dann aus, wenn man damit fährt. Und damit hat man natürlich ja, deutlich entlasteten Rücken, weil das Ganze auf diesem Teil ruhen kann. Ist für Lieferdienste, für Radreisende sehr gut geeignet. Und ja, es werden Investoren, es werden Produzenten gesucht. Ja, viel Erfolg dabei. Aber ein solches Video wäre nicht möglich ohne die Unterstützung eines Partners wie Helden.de. Helden.de ist eine junge Versicherung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, transparente und faire Versicherungsbedingungen zu haben und faire Versicherungen anzubieten. Sie haben zum Beispiel eine Hausrat, eine Haftpflicht, eine E-Bike-Versicherung, eine Drohnenversicherung. Und das Beste ist, mit dem Code RBND4 oder den Link, den ihr unten in der Beschreibung findet, bekommt ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag auf eure Versicherung geschenkt. Also geht mal auf den Link unten in der Beschreibung oder nutzt den Code RBND4. Vielen Dank an Helden.de für den Support meines Kanals. Ein nächster Fahrradhersteller, der sich dem Thema Cargo jetzt langsam widmet, ist KTM. Denn hier haben wir zwei Longtails, die sie ausstellen. Das KTM Machina Multi. Also ein interessantes Konzept. Es ist ein Tiefeinsteiger hier mit einem verlängerten Hinterbau und einem sehr besonders aussehenden Gepäckträger, muss ich sagen. Hier mit großen Fußstützen bzw. Unterlagen für Taschen oder allem Möglichen. Und dann vorne ebenfalls ein großer Gepäckträger, ein Gepäckträger, der eher aussieht, als sei er für hinten gedacht. Aber das hier ist eine interessante Rahmenform, muss ich sagen, hier mit so einer breiten Aussparung, was auch immer da reinkommt. Ah, eine zweite Batterie. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, die ist dann hier durch die Rahmenteile noch immer etwas besser geschützt. Und wofür das Rad gedacht ist, das sieht man auch hier. Also hier haben wir einen Kindersitz montiert, der ließe sich sicherlich auch hier direkt auf den Gepäckträger montieren. Das gleiche Fahrrad in Blau, hier haben wir mit einer Nabenschaltung, hier haben wir es mit einer Shimano Deore Kettenschaltung. Wir haben ein Bosch-System hier verbaut und hier auch nochmal interessant, 40 Kilo Zuladung auf dem Gepäckträger hinten, 20 in dieser Aussparung hier, also für einen zusätzlichen Koffer und dann 20 Kilogramm vorne drauf plus 90 Kilo maximales Fahrergewicht. Das ist natürlich für Menschen wie mich ein bisschen wenig. Da müsste KTM noch mal ein bisschen was drauflegen, damit ich damit auch fahren dürfte. Und dann hier noch ein kleiner Korb, fest verbaut an diesem Fahrrad. Also mal wieder ein neues Konzept, diesmal von KTM. Das hier ist eins der typischen Riesenlastenräder, die man häufig auf den Straßen sieht. Vier Räder, fünf Sitzplätze, viel zu viel Leistung, brauchen viel zu viel Platz für viel zu wenig Insassen. Aber naja, auch sowas ist hier ausgestellt, um die Interboot im Verlauf des Jahres noch zu promoten. Aber ja, komm, weiter zu den Lastenrädern. Jetzt bin ich hier am Stand von Motobekan und hier gibt es nicht nur Longtails zu sehen, sondern auch ein Dreirad. Wir haben hier ein klassisches Dreirad mit einer Drehschemellenkung und hier einer richtig schönen großen Box. Und das ist nichts, was irgendwo adaptiert wurde, was eigentlich nur Badge Engineering ist, sondern das scheint tatsächlich eine eigene Entwicklung zu sein von dem französischen Hersteller. Wir haben hier eine Enviolo-Nabe, einen Motor, den ich noch nicht kenne. Mal sehen, was das für ein Motor ist. Steht gar nicht drauf. Das hier oben verrät auch nichts. Na, wollen wir mal sehen. Dann haben wir hier die Enviolo-Schaltung. Und dann hier eine richtig schön große Box. Die ist wirklich riesengroß, ist so zweistufig ausgelegt. Ganz, ganz viel Platz für kleine Kinder. Und hier eine Klappe, wo man dann noch Kleinkram verstauen kann. Und dann hier natürlich mit Scheibenbremsen ausgestattet. Das sieht alles sehr gut verarbeitet aus. Und auf dieser Seite sehen wir dann das Batteriefach, also einfach von außen heranzukommen. Sieht aber trotzdem sehr, sehr aufgeräumt aus. Ja, wenn ihr wisst, was das für ein Motor ist, so sieht er aus, dann sagt mir gerne Bescheid. Ist das ein Bafang? Ich weiß es gerade nicht. Und dann hier ein Compact Bike mit einem großen Gepäckträger, hier auch mit einer kleinen Klappe, so wie man sie früher auch regelmäßig verwendet hat. Also das hier für den urbanen Gebrauch, um mal die Tasche vorne drauf zu tun, das Motobekan Roadie. Und dann haben wir noch ein weiteres Rad, nämlich das Challenger
E-Cargo, eine Art Omnium-Prinzip oder ein Rad nach dem Omnium-Prinzip. Also wir haben eine Ladefläche hier mit einem Korb vorne drauf, ein 20 Zoll Vorderrad und in diesem Falle ein 28 Zoll Hinterrad. Und ja, eine Optik, die sehr stark an Omniums erinnert. Ein Hecknabenmotor ist hier verbaut und die Batterie, die wird hier unten von der Seite reingeschoben. Da läuft man nichtsahnend über die Messe durch eine der Hallen und schon springt einem das nächste Cargo-Bike entgegen. Und zwar hier von O2Feel. Und schon wieder ein Longtail. Was für ein Wunder. Wir haben hier den Shimano Steps EP8 Cargo-Motor drin. Also das Power-Paket von Shimano. Einen integrierten Akku hier im Unterrohr. Und wie so oft bei den Longtails einen langen Gepäckträger. Hier allerdings in einer besonderen Konfiguration noch einmal. Hier mit einem 26 Zoll Vorderrad und mit einem 20 Zoll Hinterrad. Das 20 Zoll Hinterrad sorgt natürlich dafür, dass dann der Schwerpunkt möglichst weit unten ist bei diesem Fahrrad. Dann hier mit einem mit einem Gatesriemen ausgestattet und hier oben mal wieder mit der guten alten oder der guten neuen, muss man ja sagen, Nexus 5e E-Bike-Nabe. In diesem Fall hier mit der mechanischen Version. Und dann, ganz interessant, das Speichenschloss ist hier hinten befestigt. Das habe ich an dieser Stelle auch noch nie gesehen. Also wir haben hier einen sehr schön verarbeiteten Rahmen, eine besondere Rahmenform. Sieht wirklich sehr gut aus und auch eine schöne Lackierung, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich schick gemacht. Auch ein schöner großer Gepäckträger vorne hier mit einer Holzladefläche. Longtail Cargo Bikes scheinen echt im Kommen zu sein. Die sind einfach umzusetzen von einem bestehenden Rahmenkonzept aus und bieten halt für Familien auch viele Möglichkeiten. Jetzt bin ich auf dem Stand von Radkutsche und ihr habt das Rapid wahrscheinlich in den letzten Videos gesehen. Ich habe das halt einmal porträtiert und es ist wahrscheinlich auch genau dieses Fahrrad mit ein paar Änderungen gesehen. Und eine Sache hat Radkutsche gleich umgesetzt, nämlich hier diese Matte aus diesem Netzmaterial gummiert. Das sorgt natürlich jetzt für ja, Ruhe in der Box und genauso hier. Das ist Stefan Rickmeyer, also vom Gründer und Chef der Firma, das persönliche Rad. Und hier hat er es bis nach oben gezogen. Also eine schnelle Umsetzung der Kommentare. Und jetzt sollte hier Ruhe im Kabuff sein. Und eine weitere Änderung. Jetzt ist auch hier die Schraube etwas kürzer, sodass das Rad jetzt auch nirgendwo mehr anstoßen sollte. Hier kann man auch sehen, dass sich die Radkutsche in vielen verschiedenen Farben konfigurieren lässt. Wir haben hier diese Box in Safrangelb und dann hier den Rahmen in diesem Mattgrau, in dieser Art Gunmetal Grey und dann in Verbindung mit einer edlen Rohloff-Nabe. Also eine wirklich schöne Kombination, ein wirklich schönes Fahrrad. Aber das Rapid ist nicht das einzige Rad von Radkutsche, sondern ein weiteres Standbein oder so das erste Rad von Radkutsche war tatsächlich das Musketier hier. Ein Dreirad mit einer riesigen Ladekapazität, einem starken Frontmotor, einer großen Akkukapazität, einem riesigen Akku, den ihr hinter dem Fahrer, der Fahrerin sehen könnt. Und dann hier auch mit Rückspiegeln und allem drum und dran ausgestattet. Alles, was man für den gewerblichen Betrieb eines solchen Fahrrads eben benötigt. Mit Blinkern ebenfalls ausgestattet. Bei so einem großen Fahrrad braucht man natürlich auch dann diese Autozubehöre, damit man gut und sicher durch den Straßenverkehr kommt. Auch hier hat Radkutsche die Möglichkeit, das eben in vielen verschiedenen Farben zu lackieren und auch verschiedene Aufbauten hier drauf zu bringen. Hier haben wir dann nochmal eine extra Tür. Ist sie offen? Ja, genau. Guck mal, hier ist noch ein weiteres Regenverdeck und eine Hand ist hier drin. Und genau, das ist ein Aufbau. Das ist der Stand von Radkutsche auf der Eurobike 2021. Bei einem solchen Unternehmen, das so lokal arbeitet, ist es natürlich auch super, dass Änderungen schnell umgesetzt werden können, wie wir das bei dem Rapid sehen können. Jetzt eine Marke, die ich noch gar nicht kannte und hier habe ich etwas Interessantes entdeckt, nämlich eine Art Custom Cargo Bike. Und das können wir hier sehen. Hier ein Dreirad mit einer Drehschemenlenkung, so wie es aussieht. Nee, tatsächlich mit einer Achsschenkellenkung, sehr schön. Das habe ich hier bisher nur selten gesehen. Platz für drei Kinder ist hier vorne drin und eine sehr, sehr klassische Optik. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr cool. Wir haben hier solche klassischen Ledertaschen, einen Lederlenker, einen Hecknabenmotor, ja, und eine
eine sehr, sehr klassische Optik. Aber Revolt hat hier noch einige andere coole Bikes, wie zum Beispiel diesen Shopper mit einem Hecknabenmotor und vielen Lederapplikationen. Nicht unbedingt was für das schlechteste Wetter, das wir hier in Deutschland haben, aber allein das Schutzblech hier mit Lederbezug, das ist schon ziemlich cool. Und auch hier so eine Art Café Racer, wiederum mit Hecknabenmotor. Nochmal eine etwas speziellen Optik, anders als das, was ich bisher bei den anderen Rädern gesehen habe. Und dann geht's hier weiter. Also viele verschiedene Rahmen, viele verschiedene Konzepte, sieht alles sehr, sehr klassisch aus, sehr, sehr cool und geht runter bis zum Mini-Faltrad. Wahrscheinlich mit dem Akku hier in der Sattelstütze integriert, einen kleinen Hecknabenmotor, süß und auch sehr transportabel. Wenn man damit im ECE auftaucht, dann hat man die Blicke auf jeden Fall auf sich gezogen. Hier im Stand von Schof und Jensen, wir haben hier eine Art Doppeldecker-Cargo-Bike, vorne ein 20-Zoll-Rad, hinten 26-Zoll, ein Bio-Bike, also ohne Motor, aber scheinbar ist auch zumindest irgendwas möglich, um einen Motor nachzurüsten. Hier oben haben wir eine kleine Ladefläche und dann hier unten ist noch eine, ausklappbar, um ja, noch mehr Ladung zu transportieren. Ist eine ziemlich coole Idee und das Ganze wird dann hier mit einer Seilzuglenkung gesteuert, anders als bei den anderen Rädern, die nach dieser Art sind, mit einem Lenkarm. Also eine ziemlich witzige Idee, um mehr zu transportieren, wenn es nötig ist. Ein Clou bei diesem Bike ist, dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt, auch Motoren zu integrieren. Und der Sitzwinkel ist veränderbar. Also der Winkel, in dem der Motor oder das Tretlager dann montiert ist. Je nachdem, ob man eine Hollandart-mäßige oder Hollandrad-mäßige Geometrie möchte oder etwas Sportlicheres. Das ist eine ziemlich coole Idee. Hier bei SS Santur gibt es ein interessantes Fahrrad zu sehen, das mir schon bei Instagram schon mal aufgefallen ist, weil es mehrere Punkte, mehrere Neuigkeiten miteinander vereint. Und zwar auf der einen Seite den SR Santur Motor. Das ist ein Hecknabenmotor, der hier hinten verbaut ist im Zusammenhang mit einer Kettenschaltung. Dann auch hier mit einer Tasche und das Ganze ist in einem Rahmen von einem Rad, das wir schon mal gesehen haben, von Portus nämlich. Ein sehr schöner Rahmen, so eine Art Frontloader, hier mit einem großen Gepäckträger, diesem wunderbar verarbeiteten Stahlrahmen, wie wir das hier sehen, einer großen Fläche hier vorne. Und SR Santur ist zu Recht stolz auf den Erfolg mit Tom Pidcock, der hier Olympiagold gewonnen hat im Cross-Country Mountainbiking. Hier auch edel ausgestattet mit Supernova-Beleuchtung. Und ja, also was hier mich am meisten fasziniert, ist dieser wunderbare Rahmen mit so kleinen Details hier, mit Kork-Abstandshaltern zum Beispiel, Magura-Bremsen. Ein sehr schönes Fahrrad hier auf dem SS Santur Stand. Jetzt bin ich hier beim Außenstand von Turn, beziehungsweise Turn ist nur draußen dieses Jahr. Und ich habe euch ja in einem Video vor kurzem die HSD Clubhouse Ford Mini Geschichte gezeigt und dann kurz erwähnt, dass es auch eine Einkaufstasche und eine Möglichkeit gibt, um kleine Hunde mit dem HSD zu transportieren. Und das ist hier ebenfalls ausgestellt. Das hier ist die große Fronttasche hier mit einem Fitlock-System ausgestattet, sodass man da auch sehr einfach rankommt. Jetzt hier sehr heiß durch die Sonne, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Lässt sich dann sehr groß aufrollen und bietet richtig viel Platz hier von innen für zum Beispiel eine Folie. Und hat dann hier noch eine kleine Extratasche, wo man Kleinkram verstauen kann, mit einem Reißverschluss ausgestattet. Und die passt genau hier vorne drauf, wie ihr das sehen könnt. Das ist schon mal der erste große Vorteil an dieser Tasche. Und dann auf der anderen Seite haben wir hier noch, Chris zeigt uns das kurz, die Möglichkeit, um Hunde zu transportieren. Das passt auch alles miteinander zusammen, auch mit der Stormbox. Und dann hängt man das da so rein in das Clubhouse Mini. Und dann hat man hier so kleine Netze. Und dann kann man Fifi hier einfach reinsetzen, ne? So, und Fifi freut sich richtig, hier hinten im HSD unterwegs zu sein. Ansonsten natürlich das GSD. Ich habe es euch schon gezeigt in einem Video im letzten Jahr. Da hat sich nicht viel geändert. Aber ein nach wie vor sehr imposantes Fahrrad. Ich bin jetzt beim Stand von Urban Arrow. Und nein,
Sie haben kein neues Modell, aber Sie haben die bestehenden Modelle deutlich weiterentwickelt und ein 10-Jahres-Sondermodell rausgebracht. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber zuerst möchte ich euch ein ganz kleines Zubehörteil zeigen, das neu ist, nämlich für das Shorty. Das hier ist das neue Regenverdeck fürs Shorty und es sieht wirklich so aus wie das Raincover Plus für das Große, für das Family. Es ist aber deutlich kleiner und hier haben wir halt den Thule-Sitz, den man hier vorne befestigen kann. Und das, finde ich, ist eine ziemlich coole Sache, weil jetzt Kinder auch geschützt im Shorty sitzen können und ja, die gleichen Funktionalitäten haben wie mit dem großen Regenverdeck. Man kann es hier oben auch geöffnet lassen, sodass man wirklich alle Möglichkeiten hat und es auch bei Sonnenschein nicht unbedingt abnehmen muss. Hungry for a sweet ride? Look inside, das machen wir auch mal. So, jetzt die Frage, wie viele Chocolate Bars hier reinpassen. Könnt ihr unten in den Kommentaren machen. Und das ist es, das 10 Jahre Sondermodell hier in einer wunderbaren Alu-Roh-Optik, also unlackiert, so wie es zumindest aussieht. Ist echt schön geworden. Hier unten sieht man es dann auch nochmal ein bisschen besser. Urban Arrow. Und Manu, wo ist der Lenkarm? Der ist jetzt hier auf die andere Seite gewandert. Tatsächlich ein Lenkarm hier auf der linken Seite ist vom Fahrrad und ja genau, keine zusätzliche Unterstützung, sondern ein komplett neu entwickelter Lenkarm, der dieses Gummiband und diese Führung überflüssig macht. Dann ist hier bei diesem Sondermodell Supernova-Beleuchtung verbaut. Wir haben hier zusätzliche Gurtschoner, das ist natürlich sehr hübsch. Die Magura CME5-Bremse. Und das Bosch Kiox Display. Nee, stimmt gar nicht. Das neue Nyon. Da habe ich auch mal ein Video gemacht. Kann ich vielleicht mal oben verlinken oder unten in den Kommentaren. Und dann ist hier ein Brooks Sattel verbaut. Eine Beischulz Federsattelstütze. Die haben wir ebenfalls an unserem Fahrrad dran. Und eine Enviolo Automatik. Also alles, was einem Sondermodell, einem Jubiläumsmodell würdig ist, haben sie hier dran gebaut. Neue Schutzbleche haben ebenfalls ihren Weg herangefunden. Supernova Beleuchtung. Und dann natürlich auch auf der Rückseite, sollte diese Kamera jemals darauf fokussieren. So, jetzt. Ja, also ein Sondermodell und das klassische Urban Arrow, wie man es auch kennt. Ich denke mal, diese Änderungen, diese kleinen Details, die sie hier drin haben, die werden jetzt nach und nach auch in die anderen Modelle übergehen. Besonders der Lenkarm, das wird viele freuen. Können wir jetzt hier auch bei den Nicht-Sondermodellen sehen. Der Lenkarm auf der linken Seite, das ist sicherlich eine gute Sache. Ja, das waren sie, die Cargo-Bike-Innovation von der Eurobike 2021. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Fragen und Anmerkungen unten in die Kommentare. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.